erstmal die Ernte verbrennen. Gute Idee. Sie ist verschlossen. Natürlich, ich stehe mittendrin. Und wen erwischt's? Danke für den Like. Jens, danke. Heal him, dead. Tolles Dorf hat er da übrigens. Danke. Great. Oh ne, der lebt noch. Puff. Interessant, dass dem Skelett der Kopf platzt. Die Leiche weggepofft. Süße Überraschung, sie ist verschlossen. Am Kotzen. Ich glaube, du bist zombifiziert, Junge. Ich glaube, die Huren sind den Arschlöcher. Meinst du? Bäm! Das Dorf ist scheiße. Just say. Hier, voll, voll. Au. Lass mich los, Bisch. Alter! Yeah. Na, toll. Direkt in die Arme gerannt. Kann er mal aufhören, mich zu befisten? Das ist ja widerlich hier gerade. Echt mal. Was war das? Als ob da irgendwas ist. Und
10.000! Natürlich. What else? Ja, natürlich. Alter, das ist nicht dein Ernst, dieser scheiß Zaubermann. Hallo. Danke. Abgelugt. Hält mich nicht auf. Halb? Ja, natürlich. Da, fuck. Ich kann mich da gar nicht drauf teleportieren. Was ist das denn für eine Scheiße? So. Ich bin noch nicht mal zu Ende gestorben, du Arschloch. Egal! Ob das so slow war? Ja. Puffen hier! Der Graf spricht nur mit seinen Dorfbewohnern, gewinnt das Vertrauen seiner Dörfer und der Graf lebt durch Vertrauen. Also niemanden umbringen soll das heißen, ne? Ich sag das bewusst dir. Ich hab nur jeden umbringen. Hörst du die Musik? Das ist Diablo. Aber voll. Nee. Der Aswald! Ey, ihr Typen von eurer Sorte können wir nicht gebrauchen. Das sind bestimmt auch die Namen, ne? Der Johann, nehmt eure dreckigen Hände von mir, dreckiger Zauberer. Fuck you, Aswald. Magnus, wir sind alle schrecklich krank. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe einen Zauber, der die Leute gesund macht. Der war es, glaube ich, nicht, ja. Unser Herr ist ein großer Magier, trotzdem kann er leider nichts für uns tun. Eine Schande ist das. Wenn unser verehrter Herr nicht wäre, wären wir noch alle whatever. Wachset, Feldfrüchte. Du bist so nazi und scheiße. Danke für den Like, by the way. Ja, wir voll die Diablo-Mucke. Aber echt. Voll gut gemacht. Haha. Na. No. Ist ja nicht so, als würde das Spiel das nicht schon für uns machen. Da brauchst du das nicht noch in Game machen. Ja. Ja, das ist die Kirche. Ihr werdet das Vertrauen der Dörfler bestimmt nicht gewinnen, indem ihr sie tötet. Logischerweise hilft jetzt eigentlich nur noch die Zeit, um ein paar Minuten zurückzudrehen, bevor ihr herkamt und dieses liebliche Dorf zerstören musstet. Ja, das ging halt dich, ne? Nice. Okay, dann lass uns jetzt einfach durchgehen. Bitte. Sonst schickt er uns wieder zurück. Ah. Welche Dorfbewohner soll ich denn am Leben lassen? Bei mir sind keine. Echt? Bei mir sind sie noch da. Seine Dorfbewohner sind sehr krank. Wenn ihr ihnen helft, könnten sie ein Treffen mit dem Grafen arrangieren. Rettet das Dorf, rettet die Welt. Wie? Ich meine, alle umbringen war doch schon mal richtig. Unglaublich verschlossen. Nice. Wie sollen wir die Bobs denn heilen? What is this? Ich hab so eine Idee. Wie? Instant raus! Okay, ich glaube, scheiß Idee, ja. Irgendwas muss hier aber ja zu tun sein. Sollen wir einen Mini-D töten oder was? Na komm mal, du kannst sie einfach alle hochheilen.
Endlich kann ich wieder tanzen. Tut mir leid, was ich Dummes von mir gegeben habe. Also kein Blitz, ja. Was? Es gibt da einen Zauber, der Leute gesund macht? Fufnir. Und er hat unser Dorf reingelegt. Wenn ihr die Krankheit heilen könnt, dann ja wohl jeder. Also, wenn du jetzt nochmal einen Blitz raushaust, ist er wieder instant am Eingang wahrscheinlich. Vielleicht könnt ihr auch meine Feldfrüchte heilen. Ich glaube nicht. Ah, vorbei. Jetzt hängen sie sich alle auf. Unser Herr hat uns hintergangen. Zu den Heugabeln. Zeit für eine wütende Meute. Hat sich's ausgediablot. Öffne die Tore, du Feigling. Jetzt der Mini-D rauskommt, dann lol. Hä? Was? Bei mir schreit die Luft. Okay. Weil du sie alle getötet hast, wahrscheinlich. Das kam ein bisschen überraschend. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich werde doch mein Leben nicht wegen eines klitzekleinen Missverständnisses aufs Spiel setzen. Okay, ab und hin. Warte. Sorry, wolltest du jetzt nochmal umbringen, oder was? Ja. Schade. Diablo. Castlevania? Not sure about that. In Perspektive ist Diablo. Das stimmt. Da vorne ist das Gemach des Grafen. Leider kann ich nicht weiter folgen, weil, naja, vergesst es. Ist nicht weiter wichtig. Was ist wichtig hingegen ist... Also das erinnert mich an Castlevania. Der Graf schätzt auswärtig nicht sonderlich und sein Zorn ist leicht entflammbar. Aber wenn ihr ihm einfach die Lage erläutert, wird er gewiss vernünftig sein. Viel Glück. Das ist sein Vater oder so. Seine Mutter. Der Graf ist seine Mutter. Castlevania, gehst du Graf Dracula töten? Das stimmt, stimmt. Ja, guck. Ein Typ mit einer Peitsche, der einen Lederrock trägt. Sowas. Direkt erkannt, Castlevania. Es ist er selbst, oder? Ja. Ihr? Ihr seid mir hergefolgt? Ihr musstet ja unbedingt euren Rüssel in alles stecken, was? Nur die Welt retten? Das reicht wohl nicht. Nein, ihr musstet herkommen und euch am Anblick dieses jämmerlichen Schlosses ergötzen. Wo doch alle meinten, Schloss im Sumpf, hallo? Ho? Und anscheinend hatten sie recht. Aber es wird nie jemanden von meinem bestimmten Schicksal erfahren. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ich muss euch nun vernichten. Aber bevor ihr sterbt, werde ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Etwas so Unglaubliches, das euren Bezug zur Realität auf ewig erschüttern wird. Ich bin... ein Vampir. No! Na, wie gefällt euch das? Das ist unfucking fassbar. Echt. Ich bin ein Vampir. Mal gucken, ob wir einen Tod heilen können. Nee, okay, das geht schon mal nicht. Feu, feu. Aha. Komm schon. Feu, Alter. Der Tod erwartet euch. Oh, wow, was war das für eine Combo? Meine Mutter erwartet der Tod. Was ist er denn drauf? Echt mal. Nye. Pedo. No.